Hat? Kodan? Kodan? Ja, hallo, herzlich willkommen wieder mal bei Christian und den Automobilen im schönen Felsberg bzw. on the road. On the road heisst, es geht heute wieder mal um Leistungen. Stage 1. Stage 1? Ist das hip? Stage 1. Auf Stage 1, hä? Man könnte auch sagen, normale Software Stufe 1. Aber eben. Ist nicht hip. So, gut. Das habe ich schon mal verpasst. Ja, einen Satz verpasst. Kugelsieg mal schnell. Ja, okay, warum sitzen wir im Auto? Wir zeigen das Auto nicht von außen. Also, kurze Erklärung: Wir sitzen in einem VW Amarok, 3 Liter V6. Und das ist ein Firmenfahrzeug, das beschriftet ist. Und deswegen können wir das nicht filmen, weil wir erstens nicht mit dem Besitzer abgesprochen haben, ob wir es filmen dürfen. Und das Zweite ist immer, beschriftete Fahrzeuge dürfen wir eigentlich grundsätzlich nicht filmen. Jetzt kann sich jeder selber überlegen, warum. Aber macht man halt nicht. Macht man halt nicht und wir haben auch nicht für alle Fahrzeuge Gutachten und dann könnte es eventuell ja. Jetzt hätte ich jetzt so gesagt, macht man halt nicht. Ich mach doch nicht für alle Fahrzeuge Gutachten. Ja, ich mach nicht Werbung für jedes verschriftete Fahrzeug. Nee, ist nicht der Grund. Doch. Nee. Für mich man schon. Man kann ehrlich sein. Du musst nicht immer lügen, weißt du? Nee, ich muss immer aufpassen, was du redest. Warum? Ist das jetzt schlimm? Keine Ahnung. Ja. Denke nicht. Ja. Ist ja so. Ja, ist so. Wir haben nicht für alle Autos Gutachten, für das auf jeden Fall haben wir keins. Und dann gehen wir natürlich ein bisschen. Deswegen können wir heute nicht zeigen, welche das ist. So. Genau, richtig. Also VW Amarok, könnt ihr mal umschauen, ist ja nicht viel anders als jeder andere VW. Ist ein Facelift-Modell und ist eben der 3 Liter V6. Hat 204 PS. Ich muss gerade schon auf meinen Zettel schauen, weil ich habe die Daten schon raussuchen müssen. 204 PS, 500 Newtonmeter. Und laut Support von der OCT, wir machen eben hier OCT Stufen 1 drauf, machen wir hier 255 PS. Und 600 Newtonmeter. Das ist so das, was sie erreicht haben auf dem Prüfstand in den Erprobungsphasen. Das stimmt normalerweise auch. Natürlich hat es immer eine kleine Streuung. Aber das ist für uns nicht einmal unbedingt wichtig, sondern für uns ist wichtig, was passiert auf der Uhr, in der Messung von der Zeit, was bringt es an Verbesserung am Fahrgefühl, an der Fahrdynamik und vor allem eben unsere 80-120er Beschleunigungsmessung. Wir sind auf dem Weg jetzt auf der Autobahn. Ich weiß gar nicht, hat das Auto schon Öltemperatur? Da kannst du nicht gucken hier. Einstellungen, Verbrauch. Mein Arm tut weh. Zu viel gearbeitet. Und wie heißt das? Hä? Das heißt Musik hier? Nee, das heißt, oh, lieber Chef. Nee? Mit dir kann man auch nichts mehr anfangen. Meine Chefin ist mit bei. Auch Armerretter. Armer Panzi? Ja, Achtung, Straße. So richtig, hätte ich jetzt gedacht, Schlaglöcher hier überall. Wirklich, hätte ich kein Fahrwerk gestern hier in meinem Auto oder allgemein, ich wäre gestern hier drauf gegangen. Oh, sind wir schon durch? Ja. Na, gestern, wo er so geschifft hat? Ruhig, Rotti, ruhig. Mit dem Skoli? Rotti, ruhig. Ja, Rotti, mach dir gleich mal Rotti, wenn mir einer nochmal irgendwas hier erzählt. Ja, du hast hier auch was verstellt an meiner Kamera. Was denn? Geht's nicht zum Film oder was? Ich hab nichts verstellt. Doch, die Blende hast man sicher verstellt. Ja, ist möglich. Ja. Ich drehe einfach irgendwie rum. Ja, aber wo macht man denn das? Weißt du, wo man die Blende verstellt? Ja, hinten. Hinten? Eins ist Blende und eins ist Ding. Warum, wo bist du denn? Bei 3,5, also 7,1, oder? Ja, deswegen. Oder oben. Ah. Ja. Ist gut? Ist besser? Jetzt müssen wir nämlich hier lang wieder runter. Ja, jetzt ist es. Also, das wäre schön, also da müssen wir mal drüber reden. Ja, dann organisiere hier Fachwissen. Ich hab dir, du verstellst einfach das Zeug und machst es nicht rückgängig. Muss schneller, weißt du, er muss einfach schneller, hab ich. Du bist nach wie vor der lebende Beweis dafür, warum ich keine Kinder will. Ja, ja. Immer alles hinterher schleppen. Ja. Rum hier singen den ganzen komm, Tag. Komm, mach hier vorne. Und ab und zu mal einen Witz. Ja, einfach schneller, komm. Drückt aufs Gas. Schneller. Sonst muss ich hier einplanken. Ich hab einen Amarok hier. Kannst du einplanken? Drück die von der Straße. Ist nicht dein Auto. Aber fährt sich geschmeidig, der 3 Liter, muss ich sagen. Und vor allem hier Männerschaltung, so ein richtiger Knüpper. Ja. Hat mir gedacht. Völlig unsmooth. Ein richtiger Prügel. Ja, wirklich. Muss richtig rinkloppen.
Gut, jetzt weiß ich gerne nicht, welchen Gang das wir nehmen. Wir fahren jetzt da auf die Autobahn. Also, ich kann dir empfehlen, den dritten zu nehmen. Nee, wir nehmen den vierten. Was ist der dritten? Haben wir genug Drehzahl? Ich glaube, den dritten schaffen wir es nicht. Aber wir nehmen den vierten. Gut. Jetzt über die Kuppe da. Hast du eine Kuppe? Ich hätte eine Kuppe. Mein YouTube-Prügel, Kuppe, Rindklappen, ihr seid was los. So, also im vierten, 80, 120. Fährst du schon? Ja. Ja, den dritten. Im dritten muss ich schalten. 8,2. Nicht so schlecht. 8,2. Nicht so verkehrt, ha? Ja, jetzt probieren wir es doch im dritten. Ich glaube, im dritten haben wir Probleme mit der Drehzahl. Meinst du, ein paar Probleme machen? Jetzt gehen wir mal runter her. Bist du ready? Naja, passiert ja nichts. Das wird nicht gehen. Right. Zack. 8,1. 8,1. Was haben wir gehabt? 8,8? Hey. 8,5. 8,154. Das ist ja eklig. 8,1. Ja, 0,71 mehr. Also ist ja nicht so, dass er jetzt viel schneller wäre. Ja, also 8,1, 8,2. Spürbarer. Ja, weil er höher dreht. Ja, spürbarer. Jetzt könnte ich erklären, wie man Drehmoment spürt. Erklären. Aber das muss man vor geschlossener Kamera. Die Beschleunigung von 80 auf 120 im Kfz ist spürbarer. Ja, ja. Gut. Also 8,1, 8,2. Also mehr Druck. Verstehst du? Nee, ich erkläre es dir später. 8,1, 8,2 original. Einmal im dritten, einmal im vierten. Wir können jetzt zurück, machen die Leistung. Wir haben ein bisschen Stress. Weil wir ein bisschen viel zu tun haben. Du hast Stress? Ja, ich muss. Du hast doch dafür Personal, um Stress zu haben. Ja. Mensch. Welches? Bewegt sich im Moment in Zeitlupe, der Personal. Falls jemand in eine Hochschule investieren möchte, namens Akademie Mimi, wir sind für Spendengelder zu haben. Herr Christen würde gerne eine Schule eröffnen. Nee. Herr Christen fährt jetzt hier übers Gemüse. So, machen wir das. Machen wir das. Christen wäre ich nur gerade über den Kreis. Das hat mir jetzt viel Spaß. Ja, mich hoch. Aber kannst du nicht machen, sonst hast du wieder Diskussionen. Warum haben Sie das Gemüse rübergefahren? Ja, weil war lustig. Ja, braucht man dafür eine Begründung? Keine Ahnung. Da verabschiede ich hier. Also wir haben wirklich ein bisschen Stress. Ja. Ja, also bis nachher. Nach der Leistung. Tschüss. Na? Läuft's? Gut. Was jetzt? Das Kfz oder du? Ton auf. Nein, Ton ist aus. Also, herzlich willkommen zurück. Wir sind im zweiten Teil oder im Teil danach Amarok. Ich habe einen Fehler im ersten Teil, habe ich gemerkt. Wir machen das Auto nicht von 204 PS auf 250 oder 55, sondern auf 272. Ja? Richtig. Also, 204 PS auf 272 und 500 Newton auf 600 Newton. Ja? Also, wenn der mal eingefahren ist, dann rein von den Werten. Ja. Das stinkt hier so. Stinkt was? Ja. Habe ich hier Furz? Ne? Nee, dann hätte ich Fenster schon vor müssen. Ah, okay. Ja. Das ist nicht der Panzerverwesungsschiss. Ne? Nein. Okay. Gut, wir sind jetzt auf dem Weg zur Autobahn wieder. Öltemperatur, das haben wir alles. Ich habe das Gefühl, da wird relativ warm. Ein Vorschussgefühl, aber eben alles für mich, alles was über 95 Grad Öltemperatur ist eigentlich schon warm. Der Parkpilot, das Ding hat einen Parkpilot. Oh. Da steht, der Parkpilot ist zurzeit nicht verfügbar. Krass. Der Parkpilot? Da steht da! Der Parkpilot ist zurzeit nicht verfügbar. Ja, guck mal hier. Achso, das ist einfach nur Piep-Piep. Ja, das ist Piep-Piep. Keine Ahnung, was weiß ich. Ja, item. Gut, was kann man jetzt sagen? Auf den ersten Meter noch nicht wahnsinnig viel. Weil wir da relativ viel Verkehr haben. Jetzt sieht es hier gleich wieder los. Was denn? Da, da. Ah, unter der Straße. Guck mal. Ah, das ist geil. Mit einem Geländewagen kannst du einfach drüber. Einfach drüber. Boah. Boah. Scheiß die Wand an.
Ja, darf ich das auch nicht sagen, oder? Scheiße, die Wand dann natürlich. Ehrlich? Deine Scheiße und wenn es deine Wand ist. Denker. Was weiß ich. Ich helfe dir. Bin ja. Für dich da. Ehrlich? Stehen, hier standen wir vorhin auch schon im ersten Teil. Bamf, ein Plan. Nee, nicht ein Plan. Gut, ja, laufen das schön, die Auto. Also wir gefahren sowieso alles, was gross, dick und fett ist. Mir auch. Ehrlich? Ja. Piep. Das gibt eine Abmahnung da, oder? Schriftliche. Gut, gehen wir auf die Autobahn schauen. Wir stehen da wieder mal an einem Lichtsignal. Per Einschreiben, bitte. Hast du die schriftliche Abmahnung? Klebt sie auf die Arschbacke da? Per Einschreiben hätte ich das ganze Jahr nicht. Pampf! Drauf. Abmahnung zum Ersten. Oder? Uff. Ja. Uff. Du, was hat das Lichtsignal hier? Braucht das hier eine Ewigkeit? Nein, das ist halt... Das ist kuschelig. Ist hier Work-Life Lichtsignal oder was? Ja, das Lichtsignal ist gerade beim Sport. Im Training. Im Fitness. Das Lichtsignal im Fitness, ja super. Genau. Jetzt muss es hier sein, jetzt schreibt einer wieder drunter, die dicke Sau soll die Schnauze halten und selber ins Fitness gehen. Ja, genau. Ja. Was hast du denn damit gemeint, oder? Nehmen wir mal an. Keine Ahnung. Der letzte Kommentar. Keine Ahnung vom Performance. War ja auch schön, ne? Bei welchen? Sie mich nicht verstehen. Also, ja, müssen wir. Siehst du das? Also nochmal ganz kurz für die, die uns nicht verstehen oder mich nicht verstehen. Wir reden Schweizerdeutsch, nicht Hochdeutsch. Also bei dir, wenn ich mit ihr kommuniziere, schon. Oder irgendetwas anderes. Wenn irgendjemand das nicht versteht, dann kann es dran liegen, damit er einfach kein Schweizer ist. Okay? Wenn das der Fall ist, dann tut es mir schamper leid, weil wir arbeiten halt im Deutschen, im Schweizer Markt. Im Schweizer Markt und wir reden so, wie wir aufgewachsen sind. Gut. Also, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht einplanke. Er switcht ja zwischendurch. Ja, ist so. Und ansonsten, wenn man gut zuhört, versteht man ihn auch. Das heißt, in seiner Landessprache. Eure Bär. Wir messen zuerst im Vierten, ja. Oder? So. Ja. Es wäre schön, wenn der Lastwagen da weg ist, weil ich müsste hier eine. Oh, jetzt kommt ein Renault hier. Gut, ich gehe mal tschüss. Im Vierten, das wird schwierig, ich kann nicht rausziehen. Ui, 7,1 da. Schon mal 1,1 Sekunden mit hier überholen und Katastrophe. Sehen wir noch mal ein bisschen? Sieht man zwar schon so. Sieht man's? Sehen wir uns? Ja, perfekt, dankeschön. Okay. Jetzt versuchen wir noch mal eins im Dritten. Dann probieren wir mal eins im Dritten. Es ist wieder mal ein Verkehr. Ich weiß auch nicht, ob alle wieder das Gefühl haben, sie müssen Feierabend machen. Ich weiß nicht. Welcher Tag ist heute? Keine Ahnung. Achtung, im Dritten los. Heilige Scheiße! Einfach, dass wir mal drüber gesprochen haben. Also 2, nee. Ja, 1,5 minus 1,5. Nee, zuvorher. Vorher waren wir ja im Dritten. Ach so. 8,1. Genau. Jetzt 5,6. 5,6 sind. Rechne du, ich schaue im Verkehr, vielleicht versuchen wir noch einen im Vierten. Wird extrem schwierig. Ja, ich hab schon wieder vergessen. Also 5,6 zu 7, zu 8,1. Ich würde gerne noch mal eine Messung machen, liebe Leute. Ist das noch möglich oder ist das nicht möglich hier? Wahnsinn. Was ist los? Ja, was sind es denn? 2,6, oder? Was versuchen wir doch. Ich nehme es in Fallplank mein. Ich komme hier nie zum Rechnen. 2,6, glaube ich. Einer noch im Vierten. Voll unten. Wird knapp. Wird verdammt knapp. Nee, geht. 7,6, ja, das ist ein heißes Wort. Ist schlechter gewesen. War jetzt auch blöd gemacht. Ja, was ist so. Also 5,6 im Dritten, 2,4. Stimmt das? Ja, kannst du. Ja. 2,5. 2,4, 2,5, ich kann mir jetzt hier nicht konzentrieren. Also rund 2,5 Sekunden schneller, 8,20. Ey Jungs und Mädels, 80-120, nicht 100-200, sondern 80-120.
Jetzt machen wir noch eine schnell in der Gegenrichtung, das nimmt mich noch mal Wunder. Aber dort muss ich ganz klar sagen, da geht es leicht bergauf. Auch jetzt fahren wir nicht über das Gemüse. Nicht? Nicht ein bisschen über das Gemüse? Nein. Also mir ist gerade verboten worden, einen Kreisel gerade zu nehmen, aber okay, gut. Alter, ist es. Also 2,6 Sekunden, also 2,5 oder 2,6 ja wurscht, ist ja extrem. Und das ist noch nicht eingefahren? Nein, das ist nicht eingefahren. Das ist einfach nochmal gefahren? Naja, das ist nur programmiert und gefahren. Ich meine, nach 100, 200 Kilometern geht da Geschichte aber ganz anders, oder Luzi? Hier mit der Post und so. Wohnwagen. Katastrophe, du. Katastrophe. Ja. Jetzt versuche ich nochmal im dritten. Mal gucken. Wieder mit überholen. Also zweimal bestätigt, das bergauf. Hm? Ich wollte gerade sagen, jetzt war der bergauf. Ja, leicht bergauf mit Überholen des Wohnwagens. Also das ist brutal. Aber ist geil. Schon mal, wie das zieht. Heute können wir noch mal im vierten Mal starten. Macht dir Freude ein bisschen, wa? Ja. Ja. Hat irgendjemand gesagt, du sollst Spaß haben bei der Arbeit? Doch. Ja. Aber auch im vierten Gang, wo du wirklich tief durch reingehst, hast du schon einiges an Verbesserung. Also, ja, über eine Sekunde. Ja, dann knapp eine Sekunde. Beim ersten war er 7,1. Jetzt hier. Danach. Ja, aber es ist jetzt hier andere Richtung. Ja, ja. Brutal. Aber hätte ich nie gedacht. Gut, ist natürlich auch ein ist ja auch etwas extrem an Leistung. Oder? Das darf man nicht vergessen. Ja. Wenn ihr auch so einen Amarok kennt oder irgendetwas ähnliches, können wir vorbei machen, Leistung. Also die Preisleistung, die man hier kriegt, muss ich sagen, ist absolut gerechtfertigt. Und vor allem, bei dem wird der Verbrauch massivst oben runtergekommen. Ich habe das Gefühl, bei diesem Auto hier reden wir gut von 1,5, wenn nicht mehr, Liter auf 100 Kilometer. Das haben wir bei der T5 ja wirklich auch schon erlebt. Also nicht mehr, sondern das haben wir wirklich von Kunden bestätigt gekriegt, dass da massive Einsparung da ist. Und ja, wie gesagt, das ist natürlich aktiver Umweltschutz, oder? Weil weniger Verbrauch gleich weniger Abgas. Also, in dem Sinne, grün geht die Welt zugrunde, nicht? Original fahrt man nicht. Tschüss zusammen.